Wie sind jetzt in mijn bureau? Und wenn du den Rest von meiner Wohnung sehen möchtest, mein Zuhause, komm dann mal mit. Dies ist ein ganz besonderer Schrank in mein Haus. Da bewahren wir alle Sachen, die gemacht wurden von unseren Fans. Treue Fans. Ist noch nicht alles drin, was sie bekommen haben. Teilweise auch bei Deep, William und bei David. Und wir bewahren hier, ich bewahre hier das, was, ja, was reinpasst in meinen Schrank eigentlich. Und es geht von Holzgeschnitztes, ganz viel Handarbeit, ein paar Prämien. Es gibt echt schöne Gemälde auch und sogar Klamotten zum Anziehen, Handschuhe. Und Bücher mit Fotos, kleine Gebrauchshinweisen sogar über Rapalje und auch Unterhosen. Wenn du noch eine Frage an mir hast, dann kannst du gerne ein E-Mail an mir zurückschicken, von der E-Mail, die ich dir geschickt habe. Und ich werde eine Frage persönlich beantworten. Wenn du was zuschicken möchtest für unseren Schrank, weil der kann noch voller, da kann noch ein zweiter Schrank dazu. Die Adresse steht auch in der E-Mail und du kannst natürlich vorbeikommen bei Auftritten und uns persönlich alles mögliche fragen oder schicken oder geben. Bis dann, tschüss. Dies ist unser Vorratslager und hier präparieren wir alle Merchandise, die wir mitnehmen zu Auftritten oder schicken über Bestellung von unserem Webshop auf rapalje.com. Und zum Beispiel hier haben wir letzte Day Rickys Paddies, schön mit der Hand eingepackt und jetzt schön mit der Hand ausgepackt. Ich liebe Geschenke auspacken. Und hier ist unsere CD. In dieser CD werden mit de hand aufgeklebt. Dan gibt's Leinen, echtes Leinen. Und ein gebundenes, das ist William, Booklet. Mit Texten und Fotos. Und da hinten steckt der CD. Und wir haben noch mehr hier liegen. Zum Beispiel unsere T-Shirts, rot und schwarz. Wir haben ein paar Täschchen von Leder gemacht, mit unserem Logo darauf geprägt, noch mit T-Shirts, auch in grün zum Beispiel. Dann gibt es Dekorationen und der Rest sind unsere CDs. Es gibt einige unterschiedliche und ein paar von diesen CDs sind aufgenommen in unserem Studio und jetzt zeigen wir mal das Studio, wo wir demnächst unsere CDs aufnehmen werden. Hier in mijn studio te Hause werden die CD's afgenomen van Rapalje. Die letzten beiden CD's die we afgenomen hebben, zijn hier afgenomen. Dat is deze. En vom Herzen. Herz. En van deze CD hebben we hier bijvoorbeeld een stuk hier. Was hier ganz einfach eingespielt worden en met ganz wenig Mittel dan zu einem CD gemacht. En was hier nog meer gemacht wird, zijn ook Aufnahmen van anderen. Andere Artisten, die mal Duos und Solo-Artisten, kleine Bands. Und hier werden auch die Anlage entwickelt und getestet, die man oft hören kann, wenn man zu einem Rapalje-Auftritt kommt. Und hier ist gerade ein neuer Prototype von einem Lautsprecher, der demnächst auch eingesetzt wird. We zien ons volgende week en dan bij William thuis.